Hallo und willkommen zurück zu Harvest Moon Back to Nature am 21. Wintertag. Eigentlich nehmen wir den Tag ja gar nicht auf. Wir nehmen ja nur jeden zweiten bis dritten Ingame-Tag auf. Aber wir wollen nur in kurz einmal nach Mods gucken bei diesem stürmischen Wetter und natürlich nach unserer Frau und unserem Kind. So, wie geht's euch? So süß. Ja, ich weiß. Ich bin süß. Nein, Quatsch. Unser Kind ist süß. So, Wetter, wie das morgen ist, können wir auch nicht gucken. Heute haben wir schon niemanden, der die Tiere versorgt. Dann hoffe ich, dass die morgen zumindest nicht schlecht gelaunt sind. Und würde ich sagen, sehen wir uns, wenn die Tiere versorgt sind, zumindest wenn die Kühe und Schafe versorgt sind, einmal zumindest gefüttert sind und gemolken sind. Würde ich sagen, bis gleich. Okay, das mit dem bis gleich hat sich, glaube ich, gerade erledigt. Was das jetzt für ein Mistwetter ist, was das jetzt soll, warum jetzt zwei Tage in Folge Sturm ist und wir keine zwergischen Helfer engagieren konnten, das ist mir jetzt ehrlich gesagt unerklärlich. Also das habe ich auch noch nicht gehabt. Dass die Zwerge sich nicht engagieren lassen, so süß. Dass die sich nicht engagieren lassen und gleichzeitig, dass wir zwei Tage von der Außenwelt abgeschnitten sind. Das ist ja der Wahnsinn. Mops, gehen wir bitte nicht auf die Nerven, so. Das ist ja Wahnsinn, das hatten wir ja noch gar nicht. Ich hoffe, das Treibhaus muss dann nicht nochmal in Auftrag gegeben werden. Aber das werden wir gleich sehen. Nachdem die Kühe und Schafe dann hoffentlich am 23. Tag endlich mal von uns versorgt werden. So, nun aber können wir unsere Tiere versorgen und dafür hat Mods den Ball, glaube ich, gefressen. Mods, wo hast du den Ball gelassen? Nicht da draußen? Mods? Morgen ist Sternennachtfest, also lass uns zu Hause eine Party machen. Lana bringt gerade... Bring mir gerade ein neues Kuchenrezept bei. Knoten in der Zunge. So, wie ist denn das Wetter? Morgen ist das Wetter gut. Aber unser Ball ist weg. Popui, hast du den aus dem Fenster geschmissen bei dem schlechten Wetter? Warum liegt der schon wieder draußen? Ich verstehe es nicht. Warum liegt der Ball draußen? Mopsilein! Ja, Mozzilein. Ja, bring den Ball. Nee, da liegt der doof. Da liegt der doof. Dann gibt's dieses Mal halt zwei aufeinanderfolgende Ingame-Tage, die aufgenommen werden. Weil das Sternnachtfest wollte ich schon gerne mit drin haben. Da ist unser letztes Weihnachten, unser letztes Sternnachtsfest dann werden wird. Zumindest bis sich entscheidet, ob wir die Farm behalten dürfen oder nicht. Wovon ich ja mal stark ausgehe. So. Ja, hier hat's den Zaun zerrissen. Ich glaube, wir sollten erstmal in die Übersicht gucken. Okay, unsere Tiere sind zumindest alle noch da. 69%, 708.000 haben wir. Unser Gewächshaus ist auch fertig. Zumindest etwas. Ja, vielleicht mache ich noch ein paar Folgen dann, nachdem sich entschieden hat, ob wir die Farm behalten dürfen. Dass sich der Bau des Treibhauses zumindest gelohnt hat. Auf jeden Fall hat es sich gelohnt, dass die Gesamtwertung wieder höher ist. Dass wir in den Ausbau auf 100% sind. Das wollte ich nicht auf mir sitzen lassen. Wir waren auf 100% und nur weil das Gewächshaus kaputt geht. So, da haben wir Kürbisse. Die Axt brauchen wir eigentlich gerade nicht. Das brauchen wir auch gar nicht. Okay, 23. Dienstag.
mich nichts an, laut Kalender. Das heißt, wir werden jetzt gleich nochmal die Zwerge engagieren. Aber erst einmal... Und... Höp! Das war schlecht. So. Höp! Hep. Und Hep. Ah, schade, dass er die letzte Reihe dann nicht mehr mitbekommt. So. Ich glaube, so geht das wirklich schneller. Vielleicht noch so. Mensch, das ist aber diesmal ein chaotischer Winter, den wir hier haben. Also in-game. Draußen wird das Wetter zwar auch schon wieder ein bisschen kühler, aber da brauchen wir noch lange nicht an Winter denken. Ne, die Erdbeeren kommen hier oben hin. Dann kommen hier die Ananas hin. Und hier kommen ein paar Kürbisse hin. Und dann wird das Ganze noch einmal schön gegossen. Wir wollen ja auch ein bisschen was von unserer Ernte haben. Und ich freue mich schon drauf. Die Eltern meiner Freundin haben ein großes Gewächshaus auf ihrem Hof stehen. Schön großer Hof und so. Und dort wurden wieder Kürbisse angepflanzt. Natürlich sind die wieder größer geworden als erwartet, die Pflanzen, und haben auch wieder viel mehr Früchte getragen als erwartet. Oh, schön, so ein paar Hokkaido-Kürbisse. Ich glaube, das sind Hokkaido-Kürbisse. Auf jeden Fall knallorange. Ungefähr Basketball groß, oder vielleicht Fußball groß. Ich habe keine Ahnung von Kürbissen. Aber die sind mega lecker. Alles aus eigenem Anbau. Ich habe da auch mal auf Instagram letztens ein Foto gepostet von einer schön großen Portion Tomaten. Selbst geerntet, versteht sich. Ja, das ist jedes Mal echt schön, so selbst geerntete Sachen dann mit nach Hause nehmen zu können, weil einfach so viel da wächst, dass man das nicht alles aufkriegt. Meine Meerschweinchen, die freuen sich auf jeden Fall jedes Mal über Gurken, Tomaten, Paprika, paar Spitzpaprika, obwohl die verfüttere ich eigentlich gar nicht an die Schweinchen. Die Spitzpaprika, die kommen dann schön in zum Beispiel in Nudelsauce. Oder vor kurzem habe ich jetzt Pizzamuffins gemacht. Und da kam dann einfach ein wenig davon in die Pizzamuffins als Zutat. Ist nochmal eine Ecke besser. Selbstgepflanzte Spitzpaprika und generell selbst angepflanzte Paprika, das ist alles irgendwie nochmal eine Ecke besser als frische Paprika. Obwohl, ja, frisch in Anführungsstrichen aus dem Supermarkt. Kann ich jedem nur empfehlen, das einfach mal wirklich selber zu Hause auszuprobieren. Paprika sind ganz leicht selber anzupflanzen. Ich habe es vor einiger Zeit, habe ich das tatsächlich mal gemacht und hat auch geklappt. Habe mir einfach mal ein paar Paprika aus dem Discounter geholt und dann die Kerne vorsichtig aus der Paprika rausgeholt und dann in zwei, drei Töpfe gesetzt, regelmäßig gegossen. Die Erde, die sollte am besten immer feucht sein, die ersten Wochen, bis dann das anfängt zu sprießen. Aber es klappt wirklich, tatsächlich. Müsst ihr mal ausprobieren, genauso wie Ingwerwurzeln. Ihr könnt eure Ingwerwurzeln immer selber vermehren. Gibt es genügend Anleitungen auch im Internet. Ingwer kostet jetzt nicht allzu viel.
Und ihr braucht ja jetzt nicht irgendwie so eine hammerteure Blumenerde oder sowas. Da reicht eine ganz normale billige Blumenerde vom nächsten Edeka oder Rewe oder wo auch immer ihr einkaufen geht. Und wenn ihr das einmal ausprobiert habt, vor allem mit Paprika oder auch mit Tomaten, und das geklappt hat und ihr habt das probiert, dann werdet ihr mir zustimmen und sagen, ja, selbst angepflanztes schmeckt definitiv besser als alles, was man so im Supermarkt kaufen kann. Was auch keine Kunst ist, im Supermarkt kaufen, das strotzt ja nur so vor Spritzmitteln. So, noch eben die Kürbissaat eben im Werkzeugkasten. Und dann könnten wir eigentlich auch mal eben Schafe und Kühe versorgen. Am besten erstmal füttern wir die. Erstmal gucken wir, was sie für eine Laune haben. Du scheinst ja heute wieder gute Laune zu haben. Gute Laune? Nachdem du 2 Tage nicht versorgt wurdest, auch gute Laune? Cotton hat auch gute Laune. Und Merkur? Merkur hat auch gute Laune. Die sind ja alle noch gut gelaunt. Haben wir den schon? Nee, hatten wir noch nicht. Wer ist denn das? Emma, du scheinst ja heute gute Laune zu haben. Habe ich was verpasst? Habt ihr irgendwie Party gemacht, während ich nicht da war? Wolli sieht glücklich aus. So, den Rest versorgen wir mal eben und dann sehen wir uns gleich wieder. Und da sind wir auch schon wieder. Die Tiere sind versorgt. Leider gab es keine Milch und darum auch kein Käse. Das heißt, unsere Einnahmen sind heute nicht so groß, wie wir es gerne hätten. Darum schnappen wir uns jetzt mal unseren Einkaufskorb. Oder unseren Verkaufskorb. Und gehen dann noch einmal kurz in die Wintermine. Oh, hallo Garnotz. Und wisst ihr was? Wasser ist nass. Nein, Quatsch. Ja doch, Wasser ist nass, aber das meinte ich nicht. Ich glaube, wir werden dann am letzten Tag des Jahres werden wir einmal das natürlich ganz entspannt angehen. Oder nee, am vorletzten Tag am besten. Ah nee, den vorletzten nehmen wir ja nicht auf. Also den 28. Den vorvorletzten. Den letzten wirklich großen Tag, an dem wir wirklich Kohle bekommen. Den 28. Da werden wir, glaube ich, bis auf jeweils ein Teil dann unseren ganzen Schmuck, den wir angespart haben, einfach mal verkaufen. Ich werde zwar nochmal gleich was bei Saibara in Auftrag geben, weil der Schmuck ist im Verkauf immer mehr wert als in der Herstellung. Also von daher lohnt sich das eigentlich schon immer. Aber ich glaube, damit wir nochmal einen kleinen Boost kriegen, nochmal einen kleinen Geldsegen kriegen, werden die Sachen dann einfach verkauft. Ah, was soll der Geiz? Wir haben das Geld und wir haben die Sachen ja nicht da, dass sie da jetzt im Schrank liegen. Und unser Schmuckimperium kann auch nur laufen, wenn wir unseren Schmuck auch endlich mal verkaufen. Der ist ja nicht nur zum Angucken da, dass die Leute sagen, oh hier, der Kalama von der Retro-Fun-Farm. Der hat ganz viel tollen Schmuck bei sich im Schrank liegen. Den zeigt er auch niemanden. Da kannst du höchstens mal Bilder von angucken oder vielleicht mal ein Video.
Aber den Schmuck, nein, den darfst du nicht sehen. Den verkauft er auch nicht. Das ist so ein Schmuck. Der ist einfach da. Ah, das war Orikalk. Na komm, Schrotterz können wir auch verkaufen. Ich wollte eigentlich ein Orikalk hier behalten. Für den Schmuck, den wir in Auftrag geben. Dann brauchen wir keinen mehr aus dem Schrank holen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Adamantit. Ach komm, jetzt ein Orikalk, genau, danke. Oh, ich hoffe, wir brechen hier jetzt nicht zusammen. Schließlich saßen wir 2 Tage bei uns im Haus fest. Keine frische Luft. Nur die Gase eines Babys, einer halbwegs erwachsenen Frau, eines Hundes und eines Kalalas. Da kann das schon mal ungemütlich werden in dem Haus. Da sind dann nicht nur die Sturmschäden draußen, im Ernstfall sind dann auch die Sturmschäden drin. Da löst sich dann die Tapete von der Wand. Die Schaben verlassen freiwillig die Küche. Und der Kalana kommt blau angelaufen aus seinem Bauernhaus nach 2 Tagen raus und fragt sich, hey, warum riecht das hier so gut draußen? Und oh, ich glaube, in meinem Haus ist jemand gestorben. Nein, so schlimm wird das bestimmt nicht sein. So schlimm wird das jetzt bestimmt auch nicht sein. Aber mich ärgert das mit den Sturmschäden irgendwie. Nicht nur mit den Sturmschäden, sondern auch, dass wir jetzt 2 Tage Sturm hatten. Das bringt einen irgendwie völlig aus dem Konzept. So, einmal eben kurz etwas baden. Eben die alten Knochen aufweichen lassen. Und die alten Lebensgeister noch einmal weg. Korb lassen wir am besten jetzt einfach im Gewächshaus stehen. Falls wirklich doch noch ein Sturm kommen sollte. Ping Pong, Mittag. Falls wirklich ein Sturm noch mal kommen sollte. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe ein paar Mal schon gelesen, wenn man den Korb oder den Hund im Gewächshaus stehen lässt, dann passiert dem Gewächshaus auch beim Sturm nichts. Wäre ja schön, wenn dem so wirklich so wäre. Und jetzt stelle man sich vor, das wäre auch im wirklichen Leben so. Hey, morgen ist Sturm angekündigt. Okay, heute lassen wir mal unseren teuren Einkaufskorb schön im Gewächshaus stehen. Dann haben wir danach keine Sturmschäden. Das Leben könnte so einfach sein. So, Saibara, bist du denn da? Du hast, glaube ich, auch noch was für uns, oder? Ey, der Schmuck, den du wolltest, ist fertig. Dankeschön! Na, das ist doch Kalala von Retrofanfan. Was kann ich heute für dich tun? Du, mein Freund, du stellst ein Geschenk für mich her. Für etwas Orikalk und 1000 G. Die Arbeit dauert 3 Tage, willst du es? Ja, ich möchte. Wenn du jetzt gehen würdest, ich werde mit der Arbeit beginnen. Ja, ich hoffe, das wird gut. Und ich glaube, wir sollten vielleicht mal Ans Einladung zu ihrem Geburtstag. Vom letzten Jahr ist das Jahr. Oh nein! Vom
zweiten Jahr haben wir ja noch immer die Einladung bei uns im Schrank. Vielleicht sollten wir die mal wegwerfen. Vielleicht haben wir da irgendwas getriggert, dass wir die behalten haben, dass das mit An das auch nicht vorwärts geht. Weil das, ich glaube, das fehlt nämlich noch. An und Cliff? Sieht aus, als blieben May und Stu heute wegen des schlechten Wetters zu Hause. Ich werde es mir heute auch gemütlich machen. Ja, viel Spaß. So, wehe, diese Pansen lassen sich jetzt nicht engagieren. Ich habe Arbeit für euch. Und zwar ganz viel. So, der Rote. Kochos. Herzlich willkommen. Tada. Ach, leck mich doch. Brauchst du Hilfe? Tada. Ich wünsche dir deine Jumpzeit etwas Glück. Ach, auf einmal? Du blöder Pansen. Du blöder Zwerg. Jetzt auf einmal. Ja. Du sollst nicht zum Essen machen kommen, du sollst morgen meine Felder gießen, Pansen. So, dich, mein Freund. Brauchst du Hilfe? Tada, wenn ich arbeite, mache ich mich bloß schmutzig. Tada, was kann ich tun? Du, mein Freund, hilfst mir, meine Tiere zu versorgen. Zumindest die nächsten 3 Tage. Okay, morgen komme ich in etwas weniger schicken Sachen. Tada! Dann haben wir so einen kleinen Helfer zumindest mal auf der Farm. Zumindest bürstet er die dann ab. Ja, mit einer Bürste. Nicht was anderes. Nicht, was ihr schon wieder denkt. So, brauchst du Helfer? Tada! Eigentlich ziehe ich schlafen jede Arbeit vor. Ja, dann wirst du dich freuen, denn die Arbeit zu zweit, das ist schon wieder fast wie schlafen. Normalerweise reicht da einer. Ich werde mich bemühen, nicht zu verschlafen und da zu sein. Tada! Oh, wehe, du Pans. Kriegst du keinen Lohn? Ja, kriegst du zwar jetzt schon nicht, aber... Ja, geht ums Prinzip. Der kriegt dann keinen Lohn. Wenn der jetzt bei uns hier einpennt... Ah, Mist, wir haben die Angel nicht mit. Hätten wir noch eine Runde angeln können. Aber ich habe irgendwie das blöde Gefühl... Das mit An. Das hätten wir schon längst haben können, das Event. Weil ich weiß... Rick heiratet Karen. Wenn wir sie nicht zur Freundin nehmen. Wenn Popori nicht zur Freundin nehmen. Kommt sie mit Kai zusammen? Ellie mit dem Doktor? Mary mit dem Enkel vom Schmied? Und Ann mit... Ich meine Cliff heißt der. Ja, ich glaube, der heißt Cliff. Aber weil wir die Einladung ja immer noch haben, dass das vielleicht irgendwas getriggert hat... Einladung. Am 17. Tag des Sommers feiere ich im Gasthof meinen Geburtstag. Du bist herzlich eingeladen. An. Ich kann mir wirklich vorstellen, das hat irgendwas getriggert, dass irgendwie der Fortschritt bei denen nicht weitergeht. Wir sind auch dieses Jahr gar nicht eingeladen gewesen, oder? Wir können das gar nicht wegschmeißen. Und wir können die auch nicht öffnen. Und wenn wir damit jetzt zu angehen. Wir haben ja eh nichts zu tun heute. Nur heute haben wir wirklich nichts zu tun. 700 und 7000. Weil irgendwie an den Geburtstag kann ich mich auch gar nicht erinnern, dass wir den gefeiert haben. Weil irgendwie war dann ja der Gasthof zu. Oder ich habe hier irgendwelche Bugs im Spiel. Wenn dem wirklich so ist, dann bin ich froh, wenn wir das Let's Play einfach fertig haben.
man vielleicht hier und da noch ein paar Kleinigkeiten als Spaß mal ausprobieren könnte. So, hier. Oh, hallo Kalala. Komm rein und lass es dir gut gehen. Ja, aber... Ich schätze, Mädchen sollten hübsch sein, oder? Ja, es geht nicht nur darum, hübsch zu sein. Also, wenn ein Mädchen nichts im Kopf hat... Ich weiß nicht. Oder wenn man sich auftakelt von wegen, oh, ich hau mir erstmal 50 cm Schminke ins Gesicht und lauf immer völlig aufgetakelt rum. Ich finde das unattraktiv. Ich bin immer hier, du kannst jederzeit vorbeikommen. Da war Cliff. Hallo Cliff. Cliff Richards, mein Freund. Nein, natürlich heißt er nicht Cliff Richards. Hallo, wie läuft's auf der Farm? Lass dich nicht bremsen. In letzter Zeit esse ich nur noch im Gasthof. Da schmeckt's wie bei Mutter. Ich krieg nie genug davon. Das ist doch schön für dich. Können wir die Einladung denn in den Müll schmeißen? Irgendwas müssen wir doch damit machen können. Oder müssen wir jetzt damit nochmal bis zum Sommer warten? Hier, komm, wegschmeißen. Weg damit. Weg mit dem Lachs. So, was hatten wir? Wie viel hatten wir? 707.244. Die Einladung werden wir eh nicht los. Neue Zwerge engagiert haben wir. Unseren Schmuck abgeholt haben wir, neuen Schmuck in Auftrag gegeben haben wir, Sturmschäden begutachtet haben wir. Ja, eigentlich haben wir wieder alles gemacht, was wir machen müssen oder was wir machen sollten. Indigo, ich nehme die Erzeugnisse mit, die sich in der Tonne befinden, Schwirrlern. So, wie viel haben wir jetzt? Ja, immerhin. Heißt aber Schwürdiger. Schwürdiger, ich gehe jetzt ins Bett, Digga. Können wir? Nee, können wir nicht. Wir können das Ding nur im Küchenschrank oder in den Kühlschrank packen. Ach komm, dann kommt das jetzt dahin. Haben wir noch was Leckeres, Fertiges zu essen im Kühlschrank? Noch so ein kleines Abendbrot. Auch nicht. Gehen wir jetzt einfach hungrig ins Bett und freuen uns am nächsten Tag auf Weihnachten.